Die Skoda Octavia Limousine stand schon einmal hier vor der Kamera bei Ubi Tested. Damals war es allerdings eine Verbrennerversion mit einem 1,5 Liter TSI, die mir ja sehr gut gefallen hat. Heute betrachten wir mal einen ganz anderen Antrieb, und zwar einen Plug-in-Hybrid, der jetzt auch frisch auf den Markt kommt. Mit einer Systemleistung von 204 PS, 350 Newtonmetern Drehmoment, und ob damit die Skoda Octavia Limousine etwas zügiger vorangeht als der TSI, das können wir heute klären. Und dann wollen wir mal schauen, wo sind denn eigentlich die Hauptunterschiede zwischen einem Plug-in-Hybriden hier und dem normalen Verbrenner bei der Skoda Octavia Limousine. Damit herzlich willkommen hier bei Ubi Tested. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, ist jetzt dafür genügend Zeit. Und das Ganze bitte liken, teilen und vor allem kommentieren. Eure Meinung ist mir wichtig. Schreibt mir unten rein, ob ihr ein Plug-in-Hybrid-Freund seid oder lieber Verbrenner, Benziner, Diesel, Kombi, Limousine. Alles, was euch einfällt, unten in die Kommentarbox. Und jetzt viel Spaß mit dem Review zum Skoda Octavia EV. Eine kleine Klappe macht den optischen Unterschied aus zwischen elektrifiziertem Skoda Octavia und Verbrenner Skoda Octavia. Via Typ 2 wird die 13 Kilowattstunden fassende Lithium-Ionen-Batterie geladen. Am Haushaltsanschluss braucht ihr 6 Stunden, bis der Akku voll ist. An der Wallbox kann er maximal 3,6 kW ziehen und braucht dann 3 Stunden 30, um wieder vollends aufgeladen zu sein. Skoda spricht von einer elektrischen Reichweite von 60 km laut WLTP. In der Praxis dürfte es wohl bei knapp über 40 Kilometern liegen. In den meisten Fällen ist das aber vollkommen ausreichend. Aber wo sind denn die weiteren Unterschiede gegenüber der Verbrennervariante? Und dazu gehen wir erst einmal ans Heck. Und hier kommt ein nur sehr dezenter Punkt zum Einsatz. Und zwar diese zwei kleinen Schriftzüge oder dieser kleine Schriftzug mit dem I und dem V. Ein Intelligent Vehicle. Das hatten wir auch schon mal auf dem Kanal. Das war der Skoda Citygo. Der hatte das auch und hat es auch eingeführt. Und hinter der elektrisch öffnenden Heckklappe gibt es 600 Liter waren es bei der normalen Limousine. Hier sind es derer 150 weniger. Warum? Naja gut, klar, die Batterie braucht ein bisschen Platz. Die ist unter der Rücksitzbank und alles andere wird dann nach hinten geschoben, etwa wie der Kraftstofftank. Und dann sind es eben hier ein wenig reduzierte Platzverhältnisse, die hier kommen. Aber dennoch bleibt die Skoda Octavia Limousine immer noch ein richtiger Packesel. Also da geht jede Menge rein. Das Ladekabel befindet sich hier unten schön aufgeräumt. Endlich mal jemand, der so ein bisschen mitgedacht hat, auch wenn das jetzt hier etwas ungeordnet hineingeworfen ausschaut. Dennoch weiterhin natürlich Simply Clever Lösungen wie Gepäckhaken oder eine Fernentriegelung für die im Verhältnis 40 zu 60 umlegbare Rücksitzbank. Aber jetzt würde ich sagen, schauen wir in den Innenraum und dann schauen wir, was wir da an Unterschieden finden zur Verbrennervariante. Ich habe es mir bequem gemacht vorne links im Skoda Octavia. Und die Innenraumverhältnisse haben wir ja schon im anderen Review mit dem 1.5 TSI geklärt. Platz ist hier in Hülle und Fülle vorhanden. Das kennen wir von Skoda. Zusätzlich eben auch die ganzen
Simply Clever Lösungen, die es hier drin gibt. Die Verarbeitungsqualität ist wirklich hervorragend und in meinen Augen auch aktuell in dem Bereich von den Volkswagen-Fahrzeugen der Benchmark. Den Audi kenne ich leider noch nicht, das muss man sagen. Den müsste man sich noch genauer ansehen. Was allerdings auffällt, und jetzt kommen wir zu den Unterschieden, ist hier im großen Columbus-Navigationssystem ein 10 Zoll Touchscreen, auch den kennen wir schon, allerdings nicht diesen Monitor. Das ist dann der E-Monitor, sag ich jetzt einfach mal. Damit erkennt man hier oben die E-Reichweite, 6 Kilometer. Der Akku ist schon ziemlich leer. Wir können uns den Energiefluss dann auch noch anzeigen während der Fahrt. Alle anderen Sachen oder Wählmöglichkeiten sind hier so, wie wir sie kennen. Temperatur, Sitzheizung und Ventilation ist hier einstellbar, sowie eben weitere Klimafunktionen, wie dieses Smart Klima, was man auch so kennt, Füße wärmen, Hände wärmen, dass das alles automatisch eingestellt wird. Die Direktwahltasten hier unten kennen wir auch, die es hier gibt. Ich bin immer noch ein Freund davon, dass man hier solche Direktwahltasten hat. Diese physischen Tasten gefallen mir immer noch sehr, sehr gut. Und jetzt kommen wir noch zum Hauptunterschied. Das ist dann das voll digitale Kombi-Instrument, was vorhanden ist. Und da sehen wir jetzt auch schon die Besonderheit. Es gibt blaue Umrandungen und wir sehen hier auf der linken Seite ein Energiemesser. Was wir haben, Charge, Power, Boost. Und eben die Drehzahl wird hier links angezeigt. Auf der rechten Seite haben wir dann die normale Geschwindigkeit. Und für diejenigen, die noch das Zweispeichen-Lenkrad verfluchen, die können ja dann hier auf das Dreispeichen-Sportlenkrad zurückgreifen. Was jetzt hier verbaut ist, mir persönlich gefällt auch das optisch besser. Aber das dürft ihr mir auch gerne unten in die Kommentarbox schreiben, was euch besser gefällt. Und jetzt geht es einfach auf die Straße und dann schauen wir, wie sich der Hybridantrieb fährt. Elektrisches Fahren hat ja so ein bisschen was von Entschleunigen von der Umwelt. Alles wird ruhiger, man hört nur ganz geringe Fahrgeräusche, so ein leichtes Surren oder aber den künstlich erzeugten Sound bis 50 Stundenkilometern, der aber überwiegend für außen gedacht ist als Fußgängerschutz. Unter der Motorhaube arbeitet der 1,4 Liter TSI, ja, das ist in der Tat noch das ältere Triebwerk. Den 1.5 TSI hat man hier nicht an den E-Motor gekoppelt. Der E-Motor selber verfügt über 85 kW Leistung und ist im Direktschaltgetriebe untergebracht. Und dieses verfügt hier auch nur über 6 Fahrstufen, nicht wie bei den normalen TSI-Modellen über derer 7. Aber dem tut das Ganze keinen Abbruch, denn der Antrieb funktioniert äußerst harmonisch. Der Übergang zwischen Verbrenner und reinem elektrischen Fahren ist kaum spürbar. Erst wenn man dann wirklich das Gaspedal stärker durchtritt, dann springt der Benziner an. Klingt dann auch etwas angestrengt, wenn man ihn wirklich ausdreht. Aber das kennen wir auch bereits vom 1.4 TSI oder vom 1.5 TSI. Da hatte ich das ja auch schon angesprochen, dass die Klangkulisse da ein bisschen zu angestrengt für meine Begriffe klingt. Aber im normalen Fahrbetrieb wird man das eher nicht nutzen. Und genau da kommen wir dann wieder zu dem Punkt, wer sich einen Plug-in-Hybriden ja kauft, der sollte ihn auch laden und die Reichweite rein elektrisch von eben 60 Kilometer gemäß WLTP-Angabe vom Hersteller so auch nutzen und lokal emissionsfrei unterwegs sein. Ja, wir zuzeln jetzt noch ein bisschen Energie hier aus der fast schon leeren Antriebsbatterie. Wie wir sehen, rekuperieren können wir auch. Es gibt aber keine zuschaltbaren Rekuperationsstufen für einen One-Pedal-Drive. Wenn wir denn rein elektrisch unterwegs sind, finde ich ein bisschen schade, würde ich mir sogar noch wünschen. Keine Wünsche offen, bleiben
weiterhin beim Fahrwerk. Die Skoda Octavia Limousine ist immer noch ein vorzügliches Reisefahrzeug, gerade wenn man dieses Dynamic Chassis Control gegen den Aufpreis ordert, dann kann man sich individual dann den Dämpfer so einstellen, wie man ihn denn braucht, stufenlos, sogar über die vorausdefinierten Parameter von Komfort und Sport hinaus, kann man dann den Regler schieben und sich das Fahrzeug so abstimmen lassen, quasi wie man es selber wünscht. Die Skoda Octavia Limousine bleibt weiterhin für mich das attraktivere Auto gegenüber dem Kombi. Für 37.600 Euro bekommt ihr die Octavia Limousine als Plug-in-Hybrid. 700 Euro mehr kostet dann der etwas praktischere Kombi. Welchen man davon dann nimmt, ist natürlich jedem selbst überlassen. Welchen man vor allem auch vielleicht optisch bevorzugt oder ob man eben den Platz des Kombis komplett nutzen möchte. 7.110 Euro ist die aktuelle Förderung. Damit fällt er dann auch ganz knapp unter den 1.5 TSI. Eine genauere Preisdifferenz können wir derzeit noch nicht aufmachen, denn den 1.5 TSI bekommt ihr noch nicht mit dem Direktschaltgetriebe, sondern nur mit Handschaltung und der kommt ja stets mit Doppelkupplungsgetriebe daher. Beim Verbrauch ist ganz klar, ihr müsst einen Plug-in-Hybriden wirklich an die Steckdose hängen, ihn laden. Deswegen auch mein Appell an euch, wenn ihr euch einen Octavia als Plug-in-Hybriden kauft, bitte auch wirklich die Ladebuchse hier vorne regelmäßig nutzen, dass das Fahrzeug auch einen geringen Emissionsausstoß besitzt. Ich hoffe, das Video konnte euch ein wenig helfen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, vergesst das Like nicht, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns auch zügig wieder zum nächsten Video. Danke fürs Reinschauen und schönen Tag noch, euer Ubi.